Ein herzliches LP euch ein. Heartbreak EP ist wieder am Start mit The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, und ich hab vor, diesen Part nicht allzu lang zu machen, weil bei mir gibt's gerade Chicken Wings und ja, ich liebe Hühnchen einfach. So, deswegen würde ich mal sagen, machen wir hier noch ein bisschen was. Und das erste wäre mal hier dieses Geistersiegel zu öffnen. So, was gibt's denn hier so? Ja, hier gibt's so Zeug, ne, was man halt so kennt. Und ich hole mir erstmal die Kiste da hinten. Oder ich hole mir erstmal das, was in der Kiste drin ist. Die Kiste zu holen wäre ein bisschen lame, weil da ist ja nicht... Die ist ja eigentlich nichts wert, ist eigentlich nur Holz. Rubine! Und ich hatte hier schon eine kleine Fail-Aufnahme, wo ich so oft runtergefallen bin bis zum Kotzen. Und dann ich keine Pfeile mehr hatte und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann bin ich sterben gegangen. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, wirfst du die Aufnahme sowieso weg, weil es sowieso für den Arsch ist. Kann ich gleich in die Tonne treten. Also machst du gleich mal hier eine neue Aufnahme. Versuchst nicht 29.000 mal runterzufallen wie in der vorherigen und dann passt das alles. Ah, geh weg. Und gehst du weg? Ja, 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 das hast du nicht gedacht, ne? Ne? Du Schleimer. Weißt du mit selber. Komm schon, zielen. Na also, es geht doch. Noch ein bisschen Money einsacken. Und jump. Und jump. Und Auge der Wahrheit. Das. Nein. Oh, nein! Oh, nein, ich hab mich so gut gehalten. Da kommt dieser Kack. Och, nein, ist das bitter. Naja. Weil ich im letzten Moment doch noch runter. Ja, die wissen wohl, ne, wie man hier die Leute verarscht. Ja. Komm schon, gib mir Pfeile. Morgenenergie ist auch gut. Aber als allererst brauche ich Pfeile. Danke sehr. Hau ab. Schleimdrecksding da. So, holen wir das Ding da wieder an. So. Super Sache. Springen wir rüber, holen uns die ganzen Sachen. Oh Mann. Boah. Ich hab voll Schiss, da runterzufallen. Schon wieder. Okay, jetzt hab ich's. Und wir brauchen den allseits beliebten Hammer. Boom. Also ein Wind Waker sieht ja viel besser aus. Und ist auch viel größer. Oh Gott, ey, hoffentlich falle ich nicht runter. Ja, ich hab's geschafft. Nicht runterzufallen. Juhu. So, und das dann wieder aktivieren. Oder aktiviere ich das da? Ich glaube, das ist realistischer, ne? So, das auch nochmal geöffnet. So, und wir müssen jetzt lang. Oh, das ist ja ein Weg. So, aktivieren wir hier mal was, ne? Oh, die Kiste. Was kann diese Kiste nur drin sein? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden, weil sie ja da oben ist. Oh yeah. Es ist auf jeden Fall was Großes drin. Und vielleicht sogar was Wertvolles. Es sind auf jeden Fall Neoröhren drin. Und die Titanhandschuhe, obwohl die eigentlich aus Gold sind, aber das ist auch egal. Oh yes. Alles klar, dann haben wir das auch schon mal. Und nee, was mache ich denn für einen Quatsch hier? Nein, was mache ich denn? Ich brauche das da. So, und hier bloß nicht runterfallen. Das wäre auch sehr schön. Wenn mir das erspart bleibe. Ja! Boah, ich bin so toll. Nein! Im letzten Ruhmesmoment volle Kanne ins Schwarze. Ach du Heiliger. Und dann verkacke ich auch noch diesen Schuss, obwohl ich gar nicht losgelassen habe. Ich verstehe das nicht. Ich komme immer wieder, wenn ich steuere, mit meinem Daumen in Berührung, da... Ja, man kennt das, der Controller wohl als Ausrutscher, aber ich verzeih ihm. Oh, nein, nein, er spuckt mich sowieso ins Aus.
Oh Mann. Ist das fies? Egal. Alle guten Dinge sind ja 2000, ne? Komm schon. Ja. Hat der noch mein Schild? Ich glaube nicht, ne? Ich kill den einfach mal so. Mal schauen. Vielleicht hat er ja was für mich. Ne, meine Rüstung hat er nicht. Geizkragen. Egal. So, das haben wir auch wieder getroffen. Und wir müssen rüber. Okay, hier haben wir sowieso alles, also würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal so rüber. Und diesmal will ich nicht wieder abkratzen. Boah, Kack-Kamera, echt mal. Oh Mann, jetzt ist mal. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ja, endlich. Ich hab's dir gegeben. Oh, die Zelle. Pfeile und Energie, please. Thank you. Okay, das Ding müssen wir jetzt auch wieder kaputt machen. Helfen eigentlich normale Pfeile? Ich probiere das jetzt mal aus. Ich glaube nicht, ne? Nö, geht durch. Macht Sinn. Ja. Pfeile ohne Saft ist halt nichts, ne? Alles klar. Und dann bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Lop. Ja, es ist ja, ich weiß nicht mehr, Impa, oder? Ja, Impa! Die Weise des Schattentempels. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Na, das machen wir doch. Keine Sorge. Und das Siegel des Schattens ist gelöst. Und wir sind wieder am Anfang. Das Siegel wird immer schwächer. Wir entziehen ihm seine Kraft. So, ob wir jetzt das Feuerteil da schon so schaffen, ist mir jetzt eigentlich egal. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wozu die Titanhandschuhe, die eigentlich aus Gold sind, denn gut sind. Mit denen kann man nämlich diese Dinger hier wegschieben. Oder hochheben, eher gesagt. Ach du Scheiße. WTF? Alter. Das war jetzt aber nicht eingebildet, oder? Das habt ihr auch gesehen, ne? Ach du Heiliger. Also, das ist mal krass. Hebt da einfach den fetten Oschi hoch und knallt ihn da bös gegen die Wand, ey. Ach du heilige Scheiße. Ja, und erstmal, bevor ich dieses Siegel auch noch breche, werde ich jetzt erstmal hier die Feenquelle öffnen, weil das ja auch so ein riesiger Stein. Aber heiliger, das war krass. Wenn man bedenkt, das Link nicht mal Muskeln hat. Guck mal auf seinen Arm. Das sind keine Muskeln. Da holt er einfach hier sich die überkrassen Handschuhe und zerfetzt damit alles. What the fuck? Das gleich machen wir jetzt auch noch mit dem Ding. Aber du Scheiße. Das ist ja mal übel. Und jetzt geht's wieder los. Ah, da kann ich mal Arnold Schwarzenegger mithalten, ja. Batz. Ist das geil, wie es so aussieht. Epic-Sache. Egal. So. Feenquelle. Und wir brauchen die Ocarina der Zeit. Hier bekommen wir eigentlich auch einen sehr guten Zauber. Also schlecht ist er nicht. Ja, voll verkackt auf jeden Fall. So. So. La la la. La la la. La 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 la. So, die letzte, allerletzte Fee eigentlich. Oder eher gesagt, die Fee hat einfach nur einen Zauber dazu bekommen. Gebt den uns jetzt auch noch. Immer noch pinke Haare, alte Schnepfe hier.
Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärkere deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Jetzt pustet die Alte mich wieder an. Aber der Zauber ist recht nützlich. Ja, ihr seht jetzt, da sind jetzt auch, also die Herzen sind jetzt weiß markiert. Das heißt, die Herzen sind doppelt so stark. Also, ich halte mehr Damage einfach aus. So einfach ist das. Ich habe ja auch noch mein Schutzschild, was auch noch mal ein bisschen was hilft. Ja, also ich bin gut gewappnet gegenüber Gendorf, der... Ja, der macht jetzt erstmal nicht so viel. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuch mich einfach wieder. Darauf komme ich zurück. Erstmal nicht, weil, ja, ich, ja, das ist kein schöner Anblick. Auf jeden Fall ist das schon ziemlich scheiße, mit so wenig Herzen anzutreten gegen Gendorf. Ich hatte schon mal mehr. Aber da das ein LP ist und ich nicht alles zeigen möchte, so bla und so, naja, das Wichtigste habe ich euch ja gezeigt, wie man die Tempel am besten macht und... Ja, den Waldtempel. Ja. Sowieso mein absoluter Hasstempel, den kann ich sowas von gar nicht abhaben. Och, Link, ey. Läuft der wieder wie so ein Behinderter. Naja. Immerhin, will ich mal sagen, gehen jetzt wieder in Gendorfs Schloss. Ein Siegel machen wir noch, und zwar dieses helle. Das ist, glaube ich, das Lichtsiegel. Davor machen wir erstmal, danach machen wir erstmal nichts mehr, weil dann will ich erstmal meine Chicken Wings essen. Ja, das werde ich aufnehmen, euch auf die Nase rein, hey, auf YouTube hochladen, hey. Nee, man, natürlich ein Scherz. So, wo haben wir denn? Ach ja, das Siegel ist ja da unten und dann wäre das letzte noch das Feuersiegel. Was ich aber zum Schluss mache. Im nächsten Part wahrscheinlich. Erstmal das Siegel hier noch öffnen. La. Was ist das denn schon wieder? Aua. Fledermäuse, eine super Sache. Haja! Zack. Ey, du, geh down! Und ist hier noch jemand? Nein! Eine Truhe und da ist bestimmt ein Rubin und sonst irgendein absolut... Nein, da ist ein kleiner Schlüssel oder so. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Kleiner Schlüssel! Was ist hier so drinne? Werd nicht früh ein? Nein, doch nicht. Wer hätte das gedacht? Hier friere ich aber ein. Ja, ich hab's gewusst. Ahaha. Egal. Was ist hier drin? Auf jeden Fall nicht das Elbe. Gut. Hier friere ich nochmal ein, wetten. Ja, ich bin der Beste. Und hier bekomme ich wahrscheinlich Rubin oder sowas. Drei Pfeile. Okay, Pfeile habe ich sowieso gebraucht. Und hier ist irgendwas wieder. Ich hab's gewusst. Ach ja, ich bin so gut. Also das kann man sich irgendwie schon denken. Was zur Hölle? Ich hab mich irgendwie verarscht. Naja. Och. Damn. So, so und so. Ich spiele das jetzt mal richtig. Oh, der letzte Teil war so grottig. Aber, naja. Hauptsache, es ist überhaupt richtig. Hey, eine Kiste. Wir hatten da so ein kleiner Schlüssel drinne. Ja, das war eigentlich mehr als offensichtlich. Also, das ist, glaube ich, irgendwie das einzige Siegel, wo man auch wirklich so... Was ist das denn? Aua. Das ist die Folterkammer. Da werde ich mit euch... Oh mein Gott! Ja, normal ist es ja nicht mehr, ne? Also... Erstmal hier rein. Oha, wie komme ich zum letzten hoch? Nein, 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 nein! Autsch. Da hoch. Ja, wie komme ich da hoch, bitte? Okay. Ja, eigentlich zu erwarten. Anders kommt man dann nicht hoch. Los jetzt! Oha, da gibt's noch mehr. Ah, da vorne.
Und noch einen habe ich gesehen. Hup! Autsch! Ange. Fahren. Na, also, so einfach ist das doch. Steine. Böse Steine. Ganz böse Steine. Naja. Ich bin ja auch nicht der netteste. Was ist denn hier los? Wow. Boah, Hand. Ach du Scheiße. Denk mal jetzt hier so ein Boss-Ding, ne? Dann musst du hier nochmal durch. Genies. Echt mal. Sind wir echt die Schlausten der Welt, wa? Egal. So. Und BATS! Durchgeschossen. Und jetzt kommt der alte Sack zum Vorschein. Hey. Link. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell, Link. Was werden die denn alle zum Fußball? Oder zum Energieball, ja. Damit ist das Siegel des Lichtes offen. Oder gebrochen, also. Ne? Also, ja, es ist gebrochen. Also, okay. So, wo ist denn das letzte Siegelchen? Da ist es. Das Feuersiegel. So, Leute, diese Siegel werden wir im nächsten Part brechen und dann werden wir auch schon Gandalf gegenüberstehen. Naja, vielleicht noch nicht ganz, aber wir werden sehen. So, das war's erstmal von mir und der Legend of Zelda Ocarina of Time und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.